So, herzlich willkommen zurück. Zu einer weiteren Folge. Vollbild. Sehr schön. So. Langsam wird es wieder warm hier. So, da hinten war unser Pinöpel. Das heißt, wir gehen in die Richtung hier weiter. Und halten uns mal wieder ein bisschen am Strand. Oh, eine Mine. Was ist mit dem los? Fliegt der hoch beim Sterben? Wollen wir mal reingehen? So just for fun? Ach komm. Wenn wir schon hier sind. Vielleicht gibt es hier direkt was ultra Spannendes. Eine Eisenader oder irgendwie sowas. Sieht aber erstmal nicht so aus. Nee, hier ist gar nichts. Sehr schön. Hier geht es auch nicht weiter. Nö. Wird also doch eher ein kurzer Trip. Okay. Na, hier ist auch schon Ende. Ja, okay, gut. Jetzt war das auch geklärt. So, den Pinöbel sehen wir von hier aus noch. Oh. Gut, dann machen wir hier eine hin. So. Dann müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir weitergehen. Hier kommt jetzt erstmal Dschungel. Da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr rein. Wir gucken mal trotzdem mal hier ein bisschen am Strand lang. Ich würde aber gerne lieber da hinten lang gehen, ne? Wahrscheinlich drehen wir uns gerade voll im Kreis und wir kommen bald wieder bei unserer Hütte raus. Das wäre ein bisschen sehr traurig. Ne, hier gibt es gar nichts. Da hinten ist noch eine kleine Insel, aber da wächst. Oh, das ist eine etwas größere Insel. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier bloß Bären. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie. Ich bin jetzt auch so ein bisschen viel gespalten. Ne? Zum einen würde ich hier so einfach aufgeben. Ha? Ich kann nicht mehr. Aber zum anderen, weil die Gesamtaktion umsonst, wenn ich es einfach aufgebe. Da hinten ist wahrscheinlich der Berg, wo wir vorhin drauf waren. Kann, nee, dürfte nicht sein. Nee, das Wasser kommt mir auch nicht bekannt vor. Wir können mal da hinten mal hingehen. Das würde mich jetzt mal doch interessieren. Ich mach mal sicherheitshalber, ja, bevor wir uns hier komplett verlaufen, mache ich mal hier so ein Ding hin, wo ich wieder so ein bisschen die Richtung anzeige. Was? Das sieht ja mal gar du Scheiße. Ja, müsste ja also in die Richtung zeigen, ne? Egal. Wir wissen, was damit gemeint ist. Fertig. What the fuck ist da hinten denn los, Alter? Wow. Das sieht ja mal sehr interessant aus. Da läuft sogar schon ein bisschen Lava wieder. Alter, wie geil ist das denn? Und die ganze Gegend hier mit dem dunklen Gras und so. Sieht gerade ultra geil aus. Holy fucking moly. Natürlich müssen wir erstmal wieder schlafen gehen. In der Nacht werden wir von der Lava überrannt und sterben einfach. Easy, wir packen mal unser Bett hier so hin.
sieht das geil aus. Das Ding ist also definitiv nicht dafür gedacht, so an so einem, also an so einer Klippe zu spawnen. So, komme ich da hoch, ohne dass mir jetzt die Lava hier überlabert? Ah, wir könnten uns hier einen Weg bauen. Aber wir kommen auch so hoch. Sehr geil. Alter, wie geil das halt aussieht. Digga, what the fuck? So, wir hatten ja so einen Eimer, ne? Oh, hier brennt auch schon alles. Oh, dann brennt auch schon alles. Oh, gibt mehrere Lavabecken. Fuck. Weißt du was? Ich lass dich mal da. Ich pack aber hier einfach mal so einen Stein hin. Ja. Was ist hier los? Achso, weil da auch Lava ist. So. Hier ist ja noch irgendwo Lava gewesen. Hier vorne war doch irgendwo Lava, die runterfließt, ne? So, die hier fließt. Achso, weil da ein Block davor ist, okay. Ich hab doch hier. Ach, hier vorne, genau. Oh. Ja gut, dann nehme ich die Lava mal mit. Weg da. Alter. Oh. Bevor die wegbrennt. Geil, das halt aussieht. Ne? Alles brennt hier einfach. Oh. Oh. Was denn? Hä? Hä? Da ist doch gar nichts, was heiß ist. Ich bin verwirrt. Okay. Ja. Wow. Wenn man einen halben Block da drüber steht, denkt er, dass man immer noch auf dem Block drauf steht. Das ist ja dumm. Gut zu wissen. Das ist natürlich nicht so geil. So, das Wasser können wir hier mittlerweile wieder abgraben. Der Baum ist erstmal sicher. Sagte er und sah, dass seine gesamte Hoffnung gerade stirbt. Oh, weg da. Okay, du schaffst es, stimmt aber nicht da drauf. Boah. Wassermarsch hier. Ja, geil. So, was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Wir haben zweimal hiervon bekommen. Wir haben ganz schön viele Boots bekommen. Mal gucken, können wir die ja mal so ein bisschen vergleichen. Rüstung. Fußrüstung. Rüstungspunkte, Rüstungshaltbarkeit. Okay, Haltbarkeit ist bei der hier höher. Also Haltbarkeit ist bei der hier am höchsten. Gucken wir mal, was da oben so ist. Projektil-Protection brauchen wir gar nicht. Haltbarkeit 2. Okay, da ist das Ding schon mal mehr. Protection insgesamt ist bei 4. Oh, federleichtes Runterfallen. Ui. Okay, dann nehmen wir die hier. Das ist definitiv das, was mich gerade am ehesten beeindruckt. Die werden wir auf jeden Fall aufheben. Das Ding kann weg und das Ding... Ja, weiß nicht. Das Ding kann wahrscheinlich... Wir heben die einfach beide auf. Ganz ehrlich, komm. Das Ding kann auf jeden Fall weg hier. Dann muss ich mal gucken, wo ich die hinschmeiße. Wo haben wir denn hier schöne Lava? Hier ist auch Lava. So. Dann tun wir wieder dein Ding und verbrenne meine Sachen. Ah. Eisenklumpen.
Wir haben keine Werkbank dabei. Scheiße. Na gut, den nehme ich erstmal so mit. Na gut, einen Eisenbahn daraus machen bringt eh nicht, weil wir haben auch keinen Eisenbahn dabei. Das heißt, wir würden so oder so einen Slot verschwenden. Aber andererseits einen Eisenbahn. Also, wenn unser Inventarplatz ausgeht, schmeißen wir die hier auch weg, weil einen Eisenbahn extra aufzuheben, ist auch irgendwo Verschwendung. Das hier kommt auf jeden Fall weg. Feuerzeug brauchen wir eigentlich nicht. Ich muss mal gucken, dass wir hier irgendwie so ein bisschen. Das heben wir auf jeden Fall auf. Das heben. Zweimal. Achso, ja, die wir abgebaut haben. Das heben wir auf jeden Fall auf. Das können wir auch aufheben. Das kommt nach da. Fisch können wir wegschmeißen. Das heben wir auf jeden Fall auf. Feuerstein können wir wegschmeißen. Das schmeißen wir. Nee, das müssen wir auch aufheben, genau. Das heben wir auf. Die beide können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Das auch. Feuerzeuge haben wir, glaube ich, zwei Stück. Die können wir auch auf jeden Fall wegschmeißen. So. Jetzt haben wir alles, was wir so wegschmeißen können, so ein bisschen extra. Ja. Hier ist das, was wir ganz normal im Inventar haben. Und das ist Stuff, den wir wegschmeißen können, wenn es enge wird. Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir es einfach anders machen. Und zwar. Oh, gut, Fehler können wir auch wegschmeißen. Und zwar so hier. Voilà. Unser Inventar füllt sich ja nämlich von links nach rechts. Das wird immer, immer voller. Und das, was hier so ab hier ist, können wir dann nach und nach wegschmeißen. So. Jutschen, passt doch. Hätten wir das auch geklärt. Hier hinten burnt noch alles. Kann man mal ausmachen hier. Danke. So, gut, das Ding jetzt aufzuheben bringt ja genau gar nichts. Die können wir auch direkt wegschmeißen. Okay. Dann kannst du nach da und du kannst nach da. So. So. Jetzt die Frage aller Fragen. Oh, no. Also einfach nur an der Seite. Oder das andere Zeug. Komm, hoch mit dir. Gucken wir mal auf den Berg, ob wir hier irgendwas sehen. Irgendwas Mächtiges. Wäre natürlich geil, wenn wir darauf kommen, aber da sehe ich erstmal keinen Weg. So, ja, die Wolken verschwinden natürlich die gesamte Sicht gerade. Sehr geil. Vielleicht sollten wir doch unter die Wolkendecke. Denn da war zwar nicht mal so eine schöne Übersicht, aber um ein Dorf zu erkennen, reicht's aus. Alter, wäre so geil, wenn man hier so auf der Wolke jetzt laufen könnte. Das wäre so geil, wenn es dafür eine Mod geben würde. Dass man so auf den Wolken laufen kann. Digga. Das wäre ein krasses Feeling. So, dann falle ich schon wieder die Zombies runter. Nach Reih und Glied hier. So, komme ich runter. So, aber ich sehe hier keinerlei Dorf. Was natürlich sehr schade ist. Da hinten ist Dschungel. Oh, da hinten ist auch ein schöner großer Berg. Wie so eine pixelebene Wolke ist. Lol. Ich gehe mal nochmal auf das Ding rauf und guck mal zur anderen Seite. Vielleicht finde ich da ein bisschen mehr.
Hier ist natürlich auch gerade eine Wolke. Von da hinten kamen wir ja, ne? Da vorne ist unser Pinöpel. Oder kamen wir von da? Ich weiß gar nicht mehr, weil wir sind da hier in den Bogen gelaufen. Ich weiß nur nicht mehr, ob wir jetzt nach da hinten weggelaufen sind. Oder ob der Bogen bis da hinten ging und wir von da kamen. Da habe ich gerade keine Ahnung von. Fakt ist, aber ich sehe immer noch kein Dorf. Und das ist dann doch schon sehr traurig. Ja. Dafür ist da hinten schon, da hinten Kakao. Ja, das ist natürlich geil, ne? Bei so einer hohen Auflösung, da erkennt man sogar so eine ganz kleinen Details. Ich würde aber trotzdem fast in die Richtung weitergehen, ne? Heißt, wir versuchen, obwohl, ne, die, das, ich wollte gerade sagen, wir versuchen uns da vorne mal am Strand zu halten, aber das ist gar kein Strand, ne? Das ist so eine große Klippe. So wie da. Es wird also eher schwierig, sich da denn zurückzuorientieren, dass wir uns nicht verlaufen. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, dem Fluss hier zu folgen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich mir das markieren soll. Dann kommen wir zumindest da hinten irgendwo hin. Oder wir gehen einfach hier so quer durch, ja komm. Das klingt nach einem Plan. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich gebe schon wieder Obst. Von hier aus müsste man ja den Pinökel erkennen, den wir davor gebaut haben, oder? Ja, nicht wirklich. Okay. Weißt du was? Scheiß was drauf. Aber einfach so. Wenn wir einfach blind in die Richtung gelaufen, dann kommen wir auf jeden Fall an einen Punkt, wo wir den anderen Punkt erkennen können. Von daher reicht das so als Markierung aus. Also, wir laufen jetzt hier schon querfeldein. Wo ist denn? Okay, wir müssen ein bisschen höher. Jetzt so kennt man den nicht. Fuck. Scheiße. Von hier aus erkennt man den auch nicht, weil der Baum da im Weg ist. Oh, ist das verarschen hier? Oh, leck mich. Das ist ja bekloppt. Da ist das Problem an hügeligen Gegenden. So, da vorne ist der große Dschungelberg. So. So, und den müssen wir jetzt ein bisschen weiter erkennen. Denn wir werden uns jetzt hier drumherum begeben und dann da hinten weitermachen. Das heißt, wir müssen den Stein von da hinten aus erkennen können. Das ist wichtig. Interessieren würde, warte mal ganz kurz. Ich mache mal kurz hier bei mir.
Radiant Top. So. Mal gucken, wie ausgelastet die Grafikkarte eigentlich ist. Ja. Die ist gerade mal zu 60% ausgelastet. Das heißt, dieses Stockern hier, dass der bei so extrem Wald stockert, liegt wirklich nicht an der GPU, sondern wirklich an der halt am Mindtest selber. Dass irgendwie die Mindtest-Shader da nicht so ganz prickelnd damit klarkommen. So, machen wir hier so einen Punkt hin. Von hier aus kann man den auf jeden Fall gut erkennen. Und wir sollten uns hier besser gleich mal hinpacken. Weil es dunkel wird. So, da. Genau, da geht's weiter. Das heißt, wir müssen jetzt nach hier weiter. Das ist so eine schöne Steinskulptur. Da sind ja auch immer Kisten drin, ne? Das heißt, wir gucken gleich mal rein, ob wir hier mal schönes Brauchbares finden. Ich dachte, man kommt hier rein. Ah, super. So viel dazu. Dann also doch hier rein. Was ist da unten los? Man, ja gerade Party? Schnauze jetzt hier. Klappe. Ich bring dich um. Was sind die überhaupt? Schießpulver. Ja, komm. Ist aber auch sowas, was wir alle wegschmeißen können zur Not. Die packe ich mal nach da. Wo ist denn der Typ? Du kriegst ja Paranoia. So, hier vorne ist auch noch eine Kiste. Goldener Apfel. Noch mehr Schießpulver. Und ein Goldbarren. Achso, bist du. Eigentlich kann ich die Kiste gleich mehr abbauen. Wo sind hier so eine Trap-Kisten? Wenn ich gar nicht weiß, was sie auslösen sollen, weil da ist ja gar nichts mit verbunden. Sand brauche ich nur wirklich nicht. Achso. Ja, die ist das separate Ei. Mechanismus-Truhe. Ist aber trotzdem eine Air-Trap-Kiste. Hier, sendet ein Redstone-Signal beim Öffnen. Und damit kann man zum Beispiel Fallen auslösen. Deswegen hießen die Dinger früher einfach Trap-Kiste. Oh, der Scheiß kann wieder weg hier. Braucht keine Sau hier, Alter. Ja, wollen wir die behalten? Ja. Langsam wird unser Inventar voll. Und wir haben nicht mal ein Dorf erreicht. Andererseits kann man ja wenigstens sagen, dass sich unsere Tour wenigstens für irgendwas gelohnt hat. Ja. So, der Kegel müsste da vorne noch gewesen sein. Ach, davor. Ist der so laut gewesen? Kann gar nicht sein. Boah. Als ob. Nö. Wo ist unser. Ah, ich sehe. Boah, Alter, ist eine ganze Gruppe. Von wo kamen wir? Von da hinten, ne? Ja, genau, von da. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir diesen Punkt von... So. So, packen wir noch einen rauf. Dann wissen wir, dass wir das Ding gebaut haben. Und dann latschen wir mal weiter.
Ich glaube mittlerweile echt fast nicht mehr, dass wir hier noch was finden. Also eine Siedlung finden. Das ganze Unterfangen ist zum Scheitern verurteilt. Kommen wir da rüber? Irgendwie mit irgendeinem intelligenten Weg? Ja, da vorne können wir rüber. Okay. Ich dachte, das Wasser bremst ein bisschen mehr. Vor allem, ich dachte, bei Wasser bekommt man gar keinen Schaden. Hä? Das ist doch eine dieser komischen, dämlichen Sachen an Minecraft, dass man bei Wasser keinen Schaden mehr bekommt. Ich glaube, so einfach komme ich hier doch nicht hoch. Ah, spätestens da hinten komme ich hoch. Sehr gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ist das jetzt hier? Geht doch. Was ist denn los mit diesem Spiel? So. So. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Papagei. Oder was auch immer das darstellen soll. Irgendwas, was ein Vogel hat. So. Vor allem das Problem ist ja, dadurch, dass es nicht an der Grafikkarte liegt. Oh, guck mal, eine Melone. Können wir mal mitnehmen. Ist ein schöner Essen und so. Dadurch, dass es nicht an der Grafikkarte liegt, sondern wirklich an meinem Test selber. Ich meine, wir haben ja sogar schon mal probiert, die Grafikauflösung runterzustellen auf Full HD. Die hat immer noch genauso gestockert. Also, das bringt halt leider auch nichts, von der Grafik hier runterzugehen. Das ist wirklich mein Test an sich, was da so stockert. Und das ist schon echt traurig. Vor allem, weil ich auch noch so ein 5950X habe. Also hier, Ryzen Prozessor, wisst ihr schon. Und der ja eine extrem hohe Single-Core-Performance hat. Also auch daran kann es nicht liegen. Ah. Das ist ja so bewuchert, man sieht nicht mal diesen Stift da hinten. Sollen wir mal gucken, wie wir den am dümmsten. Alter, wie viele Melonen es da gibt. So, von hier aus kann man den sehen. Dann müssen wir hier ein Ding hinpacken und dann können wir von hier aus weiter. Alter, wie viele Melonen es hier gibt. Brauchen wir ja kein anderes Essen mehr. Ups. Man sollte immer gucken, wo man hinläuft. Ah, ich glaube, wir werden hier nicht mehr nicht mehr flüssig, klar. Nicht mehr glücklich. So, gehen wir mal da Richtung Wasser, ne? Mal gucken mal, wo uns der Strand hinbringt. So, der Melonen. Ah, genau, da hat zwar schon so ein ganzes Deck von. Das Ding kann auf jeden Fall weg. Braucht keine Sau.
So ungefähr. Ganz ehrlich, roher Fisch. Wenn wir niemals essen, weg damit. Die Erde werden wir wahrscheinlich auch nicht gebrauchen. Wir brauchen eigentlich nur eine Werkbank, ne? Da haben wir aber noch einen Slot weniger. Ganz ehrlich, komm, wir machen mal eine Werkbank. Dann werde ich nämlich... So. Dann werde ich nämlich das Ding hier los und gewinne damit wieder einen Slot. Und das kann ich auch stacken. Hitze. Das heißt, den können wir doch mitnehmen. Perfekt. So, boah, Alter, wieder. Ach du Scheiße. Einfach so 3 Bilder pro Sekunde gefühlt. Das Ding ist auch nicht so weit sichtbar, ne? Ah, dieser scheiß Dschungel hier. Gibt's doch ja, ne? Wie kann denn so ein Ding so vermurkst sein? Wir hätten definitiv niemals in den Dschungel gehen sollen, ne? Der ist ja auch gefangen. Wie viel Fleisch hier ist? Was ist denn hier los? Hier hinten auch. Jetzt haben wir noch Fleisch dabei. Wir haben definitiv so viel Stuff dabei. Das wollte ich auch wegschmeißen. Das kommst du dahin. So. Ganz ehrlich. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den nächsten Stein hinbaue, damit wir mal einigermaßen zurande kommen. Ach, scheiße. Jetzt gehen wir hier zum Wasser. Und dann können wir vom Wasser mal ein bisschen weiter sehen. Wir brauchen vor allen Dingen erstmal wieder einen neuen Stein. Okay, das ist geil. Aber es geht ein bisschen zu steil runter. Ach, es ist Lehm. Kacke. Na komm her. Den pflanzen wir wieder ein. Nicht, dass sich noch einer beschwert. Bam. Was ich eigentlich haben wollte, ist Stein, Junge. Stein, weißt du? Baue ich mich einfach auf runter. Wie tief das hier ist. Oh, das war geil. Wir haben noch eine Fackel? Wieso haben wir nur noch eine Fackel? Hä? Was ist denn hier los? Hä? Wieso kommt... Achso. Oh mein Gott, Alter. Okay, nee. Ab raus hier. Das ist mir zu blöd. Fackel AD. Aber das ist mir zu blöd. Wegen so einer Aktion zu sterben, habe ich echt keinen Bock drauf. Da vorne ist ganz viel Stein. Gehen wir lieber nach da. Ein paar Steine haben wir jetzt. Damit kann ich hier schon mal Markierungspunkt setzen. So, der andere Stein war da, wo der Schaft jetzt gerade ist. So, machen wir hier schön einen hin. Die kann man von hier ganz gut aus erkennen.
So, und jetzt gehen wir nach da hinten hin. Da hinten ist ganz viel Stein. Und dann kommen wir mal wieder ein bisschen voran. Ist ja hier schlimm. Aber machen wir am besten in der nächsten Folge. Das ist echt eine Aktion, die hätte ich mir echt anders vorgestellt. Aber gut. Ist eben halt so. Können wir auch nichts gegen machen. Wir sollten vielleicht mal recherchieren, ob es überhaupt Dörfer gibt bei Minecraft 5. Weil das kann ja nicht sein. Gut. Von daher, bis zur nächsten Folge.